Sinus Alpha ist gleich die Gegenkathete. Gegenkathete. Und ich war das nicht! Du Mann, ich war das nicht, Mann! Ich war das nicht! Mann! Ich war das nicht! Mann! Ja, und dann sagt Sinus, ich konnte die Cosinus nicht knacken. Ich lache gerne meinen ganzen Körper aus. Was gut, frisch? Ja. Wir haben hier A. B, ja, das Handy weg. Und dann die Schnauze schreit da ja. Was? Das Handy weg. Was? Dein Handy weg. Ja, Handy! Hier! Handy ist das Handy! Hier, was machst du denn damit? Taschenrechner! Capito! Taschenrechner! Das entspricht einem Ertrag von 16 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Heinrich, hast du Kaugummi? Tu's bitte weg. Sag mal, spielst du, warum klebst du es unterm Tisch? Was? Durch die 2 und die 3. Ich kann es einmal deutlicher anzeigen. Plus die 3, Minus und plus falsch. Die 2. Falsch. Das ist einfach nur falsch. Das ist Schwachsinn, was die da machen. Schwachsinnig. Einfach nur schwachsinnig. Ja, dann komm nach vorne und zeig es mir richtig. Guck. Wir haben hier 81 durch. Was ist daran falsch? Also, wenn wir die Parabel haben, durch 3. 2 ist die Normalparabel. Ich kann uns einmal Koordinaten, hier einmal y, hier haben wir einmal x und hier die negativen. Wir gehen bis minus 5, die Parabel fertig. Muzafer, würdest du dich bitte wieder ausziehen und die ganzen Sachen auspacken? Wir haben noch 5 Minuten. Hier oben können wir dann in den positiven Bereich reingehen. Beziehungsweise gleich x hoch 2, können ein y hinzufügen, wenn wir das auf die Normal. Ja. Wir kennen jetzt viele Sätze. Der Satz des Pythagoras zum Beispiel. Der Satz des Thales. Kennt vielleicht noch jemand einen Satz? Nein. Haben wir auch noch. Im Unterricht wird nicht getrunken. Bla bla. So, das sind hier die Mathearbeiten. Bitte schön, bitte sehr. Bitte erst nur dann und drehen, wenn ich es sage. Okay. Viel Glück. Safa, was machst du da? Ich atme! Das heißt, wir haben hier 100% und sagen zum Beispiel für 95% gut. Von dem ebenfalls nochmal 2% gut. Im Unterricht wird nicht gegessen. Machst du das bitte weg? Schulverhalten, CNG, Deck 1. Sprich, plus. Okay, ganz.